Gute und herzlich willkommen zurück auf dem Dreisternhof. Wir sind noch mitten bei den Missionen. Jawohl. Unser New Holland tut mit Curseplay abtanken. Der Thresher fährt mit normalem Helfer. Jetzt bin ich mal gespannt, ob der nach dem Abtanken ordentlich weiterfährt. Da gucken wir aber nachher. So, jetzt laden wir mal den Kurs vom letzten Mal für Feld 18. Zack. Am nächsten passenden Wegpunkt. Job aktivieren. Und Abfahrer einstellen. So, ja, der tankt schön ab. Der ist jetzt auch gleich leer, der Drescher. Aber bleibt im Weg stehen. Oh, bremsen. Ja, warum tut auch unser Helfer Lee auf einmal nur so stark abbremsen? Zack, du kannst wieder weiterfahren. Der erntet schön. Nun wollen wir mal die Zuckerrüben nebenher abtanken. Und gucken, dass wir ein paar Talerschen kriegen. Uiuiui. Aber auch Curseplay fährt interessant. So, lieber Panther, dann schmeiß mal drüber. An dem Feld, wenn man lange dran sitzen, bestimmt. Das sind schon ein paar Meterschen. Trotz der großen Maschine. Aber die Kartoffelmission oder die Rübenmission geben ja meistens am meisten Geld. Also bleibt uns ja mehr oder weniger nichts anderes übrig, als solche Missionen anzunehmen, bis wir mal so viel Talaschen haben und so viel Felder, um ausgelastet zu sein. Na. Wie schnell fährt denn die Rübenmaus? Der Maisernter ist blockiert. Das ist gar nicht Blocking. Was erzählst denn du da? Der ist schon wieder längst entblockt. So, kannst du hier schön weiterfahren. Wir fahren außen nebenher wieder rum. Ach, das ist der New Holland, der Blocking ist. Oh, wo müssen denn die Zuckerrüben hin? Feld 18 zur Agri LB. 7 war auch Mais und 16 war Mais. Agroma.
Naja. Feld 17. Feld 17 hat Kartoffeln. Klingt interessant. Feld 8, das wir uns kaufen wollten, wäre immer noch wäre erntereif. Mal gucken, wenn Feld 7 abgeerntet ist, dass wir uns das dann kaufen. Wäre auch eine Alternative. Was soll das denn kosten? 101.000, ja, das wird ja noch gehen. Ach ja, Panda steckt im Verkehr fest. Jetzt solltest du doch genügend Platz haben zum Fahren. Ah, der steckt nicht bei uns fest, der steckt im Straßenverkehr. Da kommt er doch. Da einfach nur etwas Zeit geben. Dann klappt es auch. So, dann machen wir mal unseren Hänger schon voll. Dann werden wir mal die erste Ladung gleich wegfahren. Dann bin ich mal gespannt, was am Ende der Mission an Überschuss hängen bleibt. Wie viel Taler schon das gibt. Ja, komm, du bist so schnell voll. Agri-LB, die ist da oben. Das müsste Agri-LB sein. Das andere war ja Agroma. Agri-LB, jawohl. Dann Attacke zur Agri-LB. Und die erste Ladung wegbringen. So, fahren wir direkt hier raus. Randaleleuchte an und los geht's. Gott sei Dank ist heute nicht viel Verkehr. Heute am Montagabend, wo ich das aufnehme, ja, just in time für Dienstag, war es bei uns Gott sei Dank etwas trocken mal. Gestern hatten wir Kerbeumzug. Und es hat die ganze Zeit geregnet. Das erste Mal seit Jahren, dass wir an Kirschweih am Umzug Regen hatten. Bisher waren wir da immer verschont geblieben. Ich bin auch mitgelaufen. War eine lustige Geschichte. Hat Spaß gemacht. So im kleinen Dorf macht es immer noch Spaß. Man kennt fast alle. Und nach dem Umzug haben wir natürlich noch ein bisschen gemütlich zusammengesessen. Trotz Regen. Vor lauter Kerbeumzug reden, sollten wir vielleicht auch nochmal umdrehen. Haben wir die Ausfahrt verpasst. Und gerade sagen, vorm Händler hätten wir eigentlich wegfahren müssen. Das reicht nicht hier rum. Helfer I wird durch ein Objekt blockiert. Löst sich das jetzt von allein? Ja, löst sich von alleine. Sehr gut. Man muss nur den Helfern eine kleine Chance geben. Dann kommen die auch so zurecht. Ja, in dem 6000 Seelenort, in dem ich wohne, feiern wir jetzt eine Woche lang Kerwe. Der Kopf heute geht. Ist nicht ganz so schlimm, Gott sei Dank.
Und der Bordstein war mit dem Trecker jetzt nicht so schlimm. So, dann biegen wir mal ab. Und fahren das hoch. Schon wieder 10 Minuten vom Video rum. Mal kurz über die Cap geredet. Kurz bisschen Crossplay aktiviert. Und geschafft haben wir noch nichts. So schnell geht die Zeit rum. In anderen Regionen hat es ja so stark geregnet. Die haben ja inzwischen schon wieder mit richtig zu viel Wasser zu kämpfen. Und bei uns ist der Boden, der braucht es so dringendst. Morgen soll es ja bei uns Gott sei Dank wieder regnen. Ich wohne südlich von Frankfurt. Da ist der Boden so trocken. Wir können den Regen leider immer noch gebrauchen. Wie sieht's denn so bei euch aus? Braucht ihr noch den Regen? Oder ist es bei euch nass genug? So. Einmal abkippen. So, trinken wir mal nebenher was. Was antialkoholisches, wir trinken Wasser. Ja, 17% passt doch. Gar nicht mal so schlecht. Und bis wir wieder unten am Feld sind, können wir der Panda schon wieder abtanken. Unser Drescher mit Mais läuft auch noch gut. Aber ich glaube, da werden wir den einen Auftrag nicht richtig fertig kriegen. Oder wir müssten dann Trick 17 probieren und den Drescher wieder aufs alte Feld zurückstellen. Aber da dann nichts mehr zu ernten ist, weiß ich nicht, ob das klappen wird. Müssen wir mal gucken, vielleicht nimmt das ja auch so an. Aber ich befürchte nicht. Wir sind ja damals von, was war das, Feld 16, genau. Von Feld 16 sind wir dann direkt rüber zum anderen Feld gefahren, haben den Drescher schon ansetzen lassen, sind dann erst abliefern gefahren. Das war unser Fehler. So, Fußgänger auch umrundet. Großzügig umrundet. Und jetzt geht's schon wieder zurück zu den Zuckerrüben. Aber die Kartoffelmission reizt auch, ja. Die wäre auch interessant noch. Wenn wir 100.000 für das Feld jetzt demnächst noch ausgeben, haben wir noch 139.000. In Krupa brauchen wir noch Seemaschine. Wir brauchen eigentlich noch fast alles. Das heißt, das Geld wird knapp werden. Naja, mal schauen. Vielleicht nehmen wir die Kartoffelmission auch noch gleich an. Wenn wir das Feld abgeerntet haben, bevor da irgendwas draufkommt, was wir nicht gebrauchen können, werden wir es gleich kaufen und dann selbst kruppern und wenn es notwendig ist, halt auch pflügen. Nach Mais müssen wir pflügen, ja. Werden wir das Feld pflügen und kruppern und werden es selbst bestellen. Die Idee klingt gut.
Oh, Panther ist leer. Mais 0 km/h. Ist der schon fertig? Hat sich nichts aufgelöst mit von wegen. Wo ist denn unser New Holland? Hat sich nichts aufgelöst. Das war Fehlinfo. Wollte gerade sagen, der Drescher 0 km/h. Passt irgendwas nicht. So. Ja, mit Curseplay kann der außenrum seine Bahn ziehen. Wenn der dann richtig rumläuft, steht der Abfahrer nicht im Weg. Das heißt, wir werden zukünftig den Thresher besser mit Curseplay fahren lassen. Ja, 8% hat noch Zeit. Könnten wir eigentlich schnell den Kurs zum Abtanken einfahren. Beziehungsweise nicht zum Abtanken, sondern zum Wegfahren. Wenn ich mir das so angucke, haben wir schon noch ein bisschen was zu fahren. Aber gut, unsere Zeit ist auch schon wieder um. Ich würde sagen, wir machen Schluss für heute und sehen uns morgen wieder. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Ciao.